Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge mit einem gefixten Hallo. Server. Marco! High five! High five! Zu spät! Nein! Da hier, Bären. Ich brauch keine Bären, ich brauch einen Busch! No. Muss mal schön rasiert sein. So, führ mich mal hier durch die Stadt. Ich kenne sie ja aber so. Also, das Zuschauer. Ist meine. Das ist die Burg. Komm rein. Alter. So sieht das bei mir aus. Mit so komischen Bildern hier und so, da auch und so. Ja, stimmt, diese komischen Bilder aus den ägyptischen Dörfern. Dann. Ja, hier sind so die ganzen Kerle. Hier ist der Markt. Und okay. Hier der Schweinezüchter. Oh ja, hier war der Ogre gerade noch. Hat aber gut geklappt, ihn schnell umzubringen. Ja, wunderbar, oder? Siehst du? Hab doch gesagt, lock ihn raus. Und dann. Ja, hier habe ich noch nicht gescheit den Weg gemacht nach unten, weil das ein bisschen viel Terraforming ist. Hier ist mein Markt. Du hast da hinten so ein verbuggtes Haus von Testis, gell? Ja, ich weiß, so ein. Das ist der Turm, ist das. Ja, kann das ich hier auch Markt. Handeln? Ich glaube schon. Oh ja, ich bräuchte nur Dinar. Verdammt! Kaufst du mir XX? Hätte echt welche. Warum hast du hier so viele Kerle, der Fuck? Weiß nicht. Sechs Stück habe ich gerade, gell? Schau, da steht's. Ja, warum kann ich die nur mit zwei handeln? Weiß nicht, weil die manchmal drei. Irgendwie so verbuggt sind. Die sind eigentlich hier hinten im Raum anscheinend, habe ich mal gesehen. Der Fuck, warum hast du so viele? Weiß nicht, die kommen und gehen halt. Also sechs Stück, ich habe ja nur drei Maximum. Kannst du mir Geld leihen? Ja. Schau mal, wie viel ich habe irgendwo. Gibt ja auch noch mehr Bären. Hier, zu mir kommst, kannst du auch hier ist mein Haus. Steht nichts auf dem Schild. Ich weiß. Da ist meine Küche. Das hat Marco aber nicht selber gebaut. Doch, das habe ich hier selber gebaut. Da ist meine Küche. Und gehen wir jetzt nach unten. Hier ist mein Lagersystem. Okay, das habe ich noch nicht. Und hier ist mein Verzauberungstisch. Kisten, Topfkiste für Schuhe? Achso, für Rüstung. Nein, nicht für Schuhe, für Rüstung. Ja. Nee, für Schuhe. Das ist für Hose. Ja, für Schuhe, ja. Hose-Dings. Hier ist mein Verzauberungstisch. Hier drüben. Ja, hier ist mein Amboss. Hier ist mein Thormcraft. Marco hat hier nicht voll vorgearbeitet schon mit Thormcraft. Der Sack. Voll cool, oder? Voll Cheater-like. Mit diesem schwebenden Stock auf dem Ding, Alter. Das ist der Dildo. Der Dildo. Genau. Der Dildo der Erlösung. Und gehen wir mal nach oben. Da habe ich ein Triple Bed. Weil ich bin riesig. Ultra King Size. Ultra King Size, genau. Ja, hier ist so eine kleine zweite Küche mit ein paar Öfen. Du hast kein Dach. Doch, das ist die Terrasse. Balkon. Wie auch immer. Sonne geht unter. Habe ich nicht gebaut. Und hier ist mein King Size Bed. Noch ein bisschen weit auseinander. Ich meine, nee, nicht weit auseinander, sondern ich wollte eigentlich noch so Bücherdinger hintun, aber dazu bin ich auch nicht gekommen. Jetzt schöner zu machen. Ja, und dann hier. Da nee, Geld, gib mir Geld. Geld, ja, warte, ich schau mal Geld. Ich kenne die Nase bei dir. Ich habe immer welche bei mir, außer jetzt gerade. Ich habe nur 11 Dinar. Warum hast du nur 11 Dinar? Verdammt. Warte, ich verdicker deinen Leuten Eisen. Ups. Aber nicht mein Eisen. Nein. Wo ist denn deine Handelsische? Ja, da oben in die Burg musst du gehen. Eiche, oh Gott, sind hier viele Leute bei dir. Eiche. Du? Ja. Oh, 20 Dinar. Ne, ich hab grad wirklich sau wenig Dinar. So. Oder? Ja, ich hab schon. 11 Dinar habe ich, aber ich könnte eigentlich ein bisschen Brote verkaufen, das wird gehen. Ja, ich brauche nur so ein paar so Inksacks, aber warte, ich glaube, es reicht schon. Jetzt verkauft er nichts mehr. Willst du mich verarschen? Ah ne, der da war das. Oh, 7 nur gekauft, verdammt. Na egal, reicht vorerst. Oui.
Ja, was gibt's hier noch zu zeigen? Genau, ja, sicher die Millionärstadt. Meine Millionärstadt. Millionär. Tue ich schon auf meine Burg. Mit meinen dunklen Stones. Die wird eine dunkle Burg. Oh. Gerade genau vor der Millionärburg. Ich bin auf der anderen Mille. Oh Gott, ich muss niesen. Ja, ich sehe dich. Hier habe ich gerade, da waren noch so Steine und so, da habe ich das alles weg. Da hinten fehlt noch was, muss ich noch hinbauen. Hier wollte ich jetzt dann langsam mal zumachen, so auf der Höhe. Nach drüben. Also das riecht nach Arbeit. Ja, das ist nämlich so viel Arbeit. Und deswegen brauche ich Dirt. Ja, ich sammle schon selber die ganze Zeit Dirt, auch brauche für die Stadt. Ja, und hier. Was Banditen waren auch noch hier in der Stadt? Ich hab Banditen in der Stadt? Was den hier? Das soll ein Bart sein, ja. Der sieht nicht vertrauenswürdig aus, der Kerl. Und. Was hab ich noch? Da drüben ist mein Miner, der komischerweise voll außerhalb der Stadt ist. Welcher? Hinten. Au. Welcher? Da habe ich eine kleine Treppe herüber gebaut. Hier. Da. Da geht's rüber zu meiner. Achso, der. Da. Und, sonst meine Stadt. Ups. Das sind meine Schafe. Da drüben. Hier. Ah, du hast das Dirt ja weggebaut. Ja. Oh, und unser Trick hier. Na, ja, cool, oder? Hoppa. Genau. Und was noch? Hier habe ich ja so ein bisschen so zwei Farmen da unten. Oh, da ist meine hässliche Chicken Farm, ja. Aber die ist voll automatisch. Ja, meine Chicken Farm ist auch noch ein bisschen schlimm. Ja, wie gesagt, Marco, also jetzt darf ich eigentlich hier gar nicht zeigen alles, weil du hast ja schon die ganzen Cheater-Sachen. Da hat nämlich Marco so eine Hungry Chest von Tomcraft. Jetzt wollte ich doch noch alles zeigen hier. Schon dein Ofen. Da ist mein cooler Ofen. Den dauert auch ein bisschen. Der muss hier leider ein bisschen weiter stehen. Sonst wird's gefährlich. Aber ja. Er brutzelt, genau, ja? Achso, weil da Lava drin ist, gell? Das zeigt euch noch. Da. Und hier ist meine kleine Obstplantage. Immer wenn ich irgendeinen Baum hab oder einen Zeppling, dann schmeiß ich den hier hin. Und dann werde ich hier so. Bei mir steht auch der Traubenbaum genau neben dem Dingsportal. Ja, das ist da entstanden, da habe ich mir gedacht so, okay, warum nicht? Da habe ich so die anderen noch hingepflanzt. Genau, und hier so. Ja, hier habe ich halt so meine Überlebens-Wheat und Barley. Warum hast du eigentlich hier Eukalyptusbäume stehen, so mitten im kalten Gebiet? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall überlege ich schon jetzt die ganze Zeit, ob ich eher eine Burg baue oder ob ich doch eher eine richtige fette Zwergenstadt baue. Mit so einem mega fetten Toreingang und so und irgendwo hier in den Berg rein oder so. Ja, wird sich schon. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, was ihr cooler findet. Aber vorhabe ich das eigentlich relativ dunkel zu bauen sogar. Also ich hatte vor, es dunkel zu bauen, ich weiß es nicht. Ich habe diesen ganz dunklen Cobblestone, habe ich, weiß ich nicht, eine normale Kiste voll, glaube ich. Aus Bricks. Ja, du musst mit der Säge mal arbeiten, mit dem Meißel. Das ist halt auch richtig hart. Ja, genau. Und so, ja. Jetzt war ich eigentlich dabei, dann langsam mal die Wege zu machen, aber ich habe noch kein Gravel. Deswegen habe ich es jetzt erstmal mit Dirt gemacht, dass hier... Speedwege. Speedwege, genau. Und leider ist läuft meine Nase nach dem Miso. Ja, das ist meine Stadt so ein bisschen, ja, komisch hier, mit so einer fetten, geraden Dirtwand und so. Und leider... Ja, das ist ganz cool, weil da kann man so coole Dinger bauen dann. Weil die Ebenen halt so hoch sind. Aber ja, genau, da kann man coole Sachen bauen. Ja, du musst echt mal zu mir auch mal kommen. Ja, ich komm zu dir. Oh fuck, das ist ja deins. Entschuldige. Das war so reflexartig abgeworfen. Claim hier. Ja, bei mir ist nichts geclaimt. Oder? Da ist ein. Was? Da ist ein Baum. Was macht der da? Moment. Was ist das? Cherry Sapling. Oh, okay. Der kommt jetzt auch darüber. Zum Mathe und Pesel werde ich irgendwo anders noch Dings an, weil die haben noch nicht so viel gebaut. Also erst, wenn es sich irgendwie lohnt. Ja, der Martin, der hat erst angefangen, bei dem ist echt nichts. Aber ja, Mathe-mäßig bin ich schon ziemlich gut dran. Ich habe so alle Holzarten und so. Oh, da hinten, Adam, das hast du glaube ich auch noch nicht gesehen. Da ist mein Pfirsich-Eisteebaum. Da oben, auf dem Berg. Und jetzt zeig mir mal, wo ist denn dieses komische Portal, was du gesagt hast, Adam? Achso, komm mit.
Muss ich deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen? Ja, von wo kommst du? Ja, keine Ahnung. Müsstest du nicht von anderen kommen? What the fuck? Ich bin so hier, genau in die Richtung. Ich bin hier rum irgendwie gekommen. Achso, okay. Ich war hier Creeper-Loch 1, Creeper-Loch 2. Das ist kein Creeper gewesen. Doch. Abgefuckter Cobblestone an der Wand in verschiedenen Farben. Voll viel Gravel. Fangen wir mal an. Hier da hinten, schau. Abgefuckter Cobblestone an der Wand von dir. Cobblestone an der Wand? Ja, da hinten, hinterm Gravel war der. Achso, ja, da. Ja, da waren Diamonds. Da musste ich mich hochbauen. Und hier abgefucktes Portal. Sieht dann schlimm aus hier. Räum mal auf. Ja, an das Portal kann ich mich gar nicht erinnern. What the fuck? Na gut. Gratis Obsidian. Super. So, und ich mach mich wieder auf den Weg. Bevor es dunkel wird. Auf Wiedersehen, Adam. Tschüss. What the fuck geht das hier wieder runter? Nichts passiert. Haben mich nicht verletzt. Jetzt müssen wir langsam mal eine Zugstrecke bauen. Cool. Ne, der Fußweg geht, da ist so ein Marsch halt so. So wie früher im Mittelalter, also ist noch in Ordnung. Aber hier ist das Gras viel schöner, du hättest so eine Graslandschaft hier suchen müssen. Viel saftiger. Ich bin Zwerg oder sowas. Ich bin Zwerg oder sowas. Ich muss da leben. Oh, Haie, ne, Delfine? Oh, Delfine! Komm, ich reite dich. Kannst echt reiten, gell? Ja? Wenn du Fische gibst, dann kannst du sie, glaube ich, sogar zähmen. Komm schon. Ach, der hat mich abgeworfen, verdammt. Oh Gott, meine Nase. Your Nase? Nach meinem epischen Nieser. Was ist denn das für eine Burg da hinten? Wer hat das gebaut? Hä? Wo bist denn du? Bist du nicht so weit weg? Cobblestone? Ja, hier weg, weiter. Zu dem kleinen See, mit dem verbackten Haus da. Das ist eine ganz hässliche Cobblestone-Konstruktion. Ganz hässliche Cobblestone, also da war ich nicht auf jeden Fall. Sind viele Herr Martin. Ja, ne, da war ich auch hier nicht. Ich weiß es nicht. Oh, da sind Slimeballs. What the fuck? Okay. Warte, ist ich das? Ich vergesse immer, dass Slimeballs ja hier gar nicht so wichtig sind. Ja. Ja, wichtig, klar. Bauen kannst du immer auch draus. Nö, man findet sie tonnenweise. Ja, das meine ich ja. Aber du brauchst viele, wenn du diese Slime-Blocks haben willst. Hä, was ist das? Hm? Okay. Oh Gott. Eine Truhe unten drin mit 12 Eiern. So ein verlassenes Millionär-Ding. So ein Turm. Oh. Da fuck. 12 Eier, das schließt auf mich. Warum? Keine Ahnung, ich glaube, ich hatte mein volles Inventar und das Einzige, was unnütz war, waren die Eier. Was vergisst du dann alles hier schon wieder? Okay, da ist hier bestimmt die Stadt auch ausgeraubt schon. Ja, Städte kannst du vergessen. Ja, aber bei mir in der Nähe, da hatte ich noch richtig viele. Am Anfang habe ich ziemlich gut ausgeraubt alles. Markus ist voll viel Gravel, saugeil. Wochenlang rumgerannt und hat den Server zum Längen gebracht. Habe ich gar nicht. Am schlimmsten hat ihn bis jetzt Mathe zum Längen gebracht. Nee, Mathe und Pesel gleichzeitig, Test. Aber es hat genauso geleckt wie bei dir damals. Quatsch. Ah nee, hier warst du doch nicht. Doch, hier ist Obsidian. Nee, Brot. Hä? Nee, hier war noch niemand. Fucky, es wird dunkeli. So, hoho. Dann geh schlafen. Ja, ich bin ganz weit weg von zu Hause. Warum? Dauert ein bisschen. Wieso? Und sah das jetzt so schlimm aus bei mir, oder was? Ja, komm mal zu mir. Ja, komm mal zu dir. Oder Marsch? Nein, du hast noch nicht gar nicht gesehen. Du schaust nicht mal das Let's Play an. Natürlich. Sieht viel cooler aus. Weil ich dir Bilder geschickt habe. Wie da eine Millionär-Kerl hier einfach auf dem Boden liegt. Das ist geil, wie sie jetzt hinliegen. Das sollte eigentlich sein Haus sein, glaube ich. Haben wir abgerissen. What the fuck?
Adam, ich glaube, du hast einen Disconnect. Ja, es laggt auch gerade, weil hier Explosionen sind und so. Explosion? Disconnect.